Upgrade mit Eat You Alive. Dafür hat sich Richard Kruspe Verstärkung ans Mikro geholt. Frank Delay von der deutschen Reggae-Band Seed. Das Lied ist die erste Single vom neuen Album Silence So Long. Wir finden, das Lied beschreibt den Stil der gesamten Platte ziemlich treffend. Es kommt ein Gastmusiker darin vor. Außerdem ist es sehr melodisch und dynamisch. Seine Interviews gibt Richard Kruspe auf Englisch, denn Emigrate verstehen sich als internationales Projekt. Für das zweite Album hat die Band jede Menge hochkarätige Gäste zusammengetrommelt. Darunter Schockrocker Marilyn Manson, Korn-Frontmann Jonathan Davis, Motorhead-Chef Lemmy Kilmister und Electroclash-Sängerin Peaches. Okay, here we go once again. Concentrate, please. Die Platte ist nicht wie das Debütalbum in den USA entstanden. Stattdessen hat Richard Kruspe den Rest der Band nach Berlin eingeladen. Hey! Eine Stadt ist lebendig. Die Mentalitäten und Rhythmen sind in jeder Metropole unterschiedlich. Das beeinflusst die künstlerische Arbeit stark. Das erste Album ist eine New York-Platte, das zweite ein Berlin-Album. Es ist düsterer und hat mehr Elektro-Vibes. Richard Kruspe feiert als Gitarrist von Rammstein weltweite Erfolge, unter anderem mit dem Hit Ich tu dir weh. Momentan machen die deutschen Rocker eine Kreativpause. Wir haben eine Regel bei Rammstein. Wenn wir das Gefühl haben, dass zu viel los ist, dass sich ein Bandmitglied ausruhen muss oder sich anderen Projekten widmen will, dann gehen wir darauf ein. Im Endeffekt ist es nämlich sehr wichtig, dass die Band gesund und glücklich bleibt. Das ist viel wichtiger, als den Zwängen der Musikindustrie zu folgen. Just 2005 gründet Richard Kruspe seine Zweitband Emigrate. Damals lebt er in New York. Dementsprechend international ist die Gruppe. Die Mitglieder kommen aus aller Welt. Gesungen wird auf Englisch. Das Debütalbum Emigrate schafft es 2007 auf Platz 8 der deutschen Charts. Aber um den Erfolg geht es Richard Kruspe nicht. Emigrate ist aus Frustration meinerseits entstanden. Rammstein wurden schon immer stark nach der Optik bewertet. Aber ich hatte tief in mir drin das Gefühl, ich bin ein Musiker und ich will beweisen, dass ich auch ausschließlich nach meiner Musik beurteilt werden kann. Bei Emigrate geht es Richard Kruspe vor allem ums Komponieren und Produzieren, weniger um Live-Gigs. Noch nie ist die Band vor Publikum aufgetreten. Dazu haben die Mitglieder geteilte Meinungen. Ich würde sehr gerne live spielen, weil ich denke, dass wir super Tracks haben und eine tolle Show bieten könnten. Mein Leben ist momentan perfekt. Ich habe einerseits die Rammstein-Welt, in der ich vor tausenden Menschen auftreten kann, was mich sehr glücklich macht. Andererseits habe ich Emigrate als musikalisches Ventil. Dort kann ich Songs schreiben und mich auf die Musik konzentrieren. Diese künstlerische Balance ist ziemlich cool. The balance of my life artistically is quite cool. Live-Auftritte stehen erstmal nicht auf ihrem Programm. Dafür wollen sie bereits nächstes Jahr das dritte Emigrate-Album raushauen. Yeah!